Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Nachgehakt Spezial, in diesem Fall bei Dr. Marcel Polte. Er ist Buchautor des Buches Die dunkle neue Weltordnung und ja, hiermit begrüße ich Dr. Marcel Polte. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Vielen Dank, Thorsten, für die Einladung und ja, bin gespannt, wo wir da heute bei unserem Gespräch immer landen werden. Sehr gerne. Also im Insiderkreisen wirst du ja gerne als der deutsche David Icke gehalten und gehandelt sozusagen, denn so bin ich auf dich aufmerksam geworden in diversen Foren und Social-Media-Plattformen, sodass ich mir dann deine Videos angeguckt habe und ich fand das phänomenal, dass du also die Dinge aussprichst, die tatsächlich auch nach meinen Recherchen her auch so stattfinden und keinerlei Sci-Fi ist, ja, also keine Science-Fiction, sondern Realität. Magst du dich für die Zuschauer da draußen mal ein bisschen kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Hintergrund ist der, dass ich Jura studiert habe, habe 15 Jahre in internationalen Anwaltskanzleien gearbeitet. Allerdings zu Ende meines Studiums dann überraschend ein sehr starkes Interesse für Physik entdeckt und mich dann wirklich viele Jahre, etwa 10 Jahre, sehr intensiv mit Physik beschäftigt, auch nebenbei ein paar Semester studiert, bis ich dann nach und nach auf andere Themen stieß, die ich anfangs auch gar nicht so glauben konnte, wollte, dass es sowas gibt. Also ein Beispiel, das UFO-Phänomen, das ich mir vor vielen Jahren mal angeschaut hatte und dann eigentlich relativ schnell zum Ergebnis kam, da ist was dran. Mittlerweile weiß man, dass es keine Aluhut-Verschwörungstheorie ist, sondern durch einen Pentagon-Bericht vom letzten Jahr offiziell bestätigt und diverse Aussagen von Pentagon und Geheimdienstleuten, dass es diese Dinger sozusagen tatsächlich gibt, wobei noch offen ist, was steckt dahinter. Aber sozusagen dieses Thema ist mittlerweile ja von gerade der US-amerikanischen Mainstream-Presse anerkannt. Und so kam ich auf andere Themen nach und nach, beispielsweise Remote Viewing, also die Fähigkeit der Fernwahrnehmung, wo ich auch überrascht war, herauszufinden, dass da mittlerweile tausende Dokumentenseiten von der CIA freigegeben worden sind sogar, wo im Detail erklärt wurde, wie man diese mediale Fähigkeit erforscht hat, versucht hat, ein Verfahren zu entwickeln, wie man das trainieren kann, um die eigenen Agenten dafür einzusetzen, um mithilfe von medialen Fähigkeiten quasi an Informationen zu gelangen. Da sind ganz detailliert beschrieben, welche Targets, welche Ziele da auf die Weise ausspioniert worden sind in den Dokumenten. Und das ist schon seit 2001 etwa bekannt. Auch die Beteiligten, die Physiker, die militärischen Remote-Viewer, die haben da inzwischen drüber gesprochen, zum Teil sogar Bücher veröffentlicht. Also es ist eigentlich öffentliches Wissen, dennoch natürlich im Mainstream eigentlich gar nicht angekommen, wo man sich fragen kann, warum ist das so? Und dann bin ich eben halt auch auf Themen gestoßen, die mich sehr erschrocken haben, nämlich, dass es etwas gibt, ein Phänomen, das nennt sich in der Fachliteratur rituelle Gewalt, dass nämlich es Familienstrukturen gibt, die eine, man kann sagen, meistens satanische Agenda von Generation zu Generation weitertragen. Und da war für mich überraschend, dass das eben kein Thema ist, was irgendwie auf Internetseiten diskutiert wird und oder irgendwelchen Foren oder möglicherweise sogar seinen Ursprung in der QAnon-Bewegung hat, sondern es vielmehr so ist, dass schon seit Jahrzehnten Therapeuten sich dazu austauschen, dass in der Fachliteratur das im Einzelnen belegt ist, was da passiert, es Studien gibt, auch offizielle Studien, auch in Deutschland die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch hat sich damit befasst und Ähnliches. Also, dass das eine sehr solide Grundlage hat, was da berichtet wurde. Und in dem Kontext bin ich dann auch drauf gestoßen auf das Thema MK-Ultra, also von der CIA angewandte und entwickelte Mind-Control-Techniken. Ein Projekt, was in den 1950er Jahren zum Einsatz kam und man dann, wenn man sich mit den beiden Themen befasst, irgendwann auch erkennt, da gibt es einen Zusammenhang. Und irgendwann haben sich all diese Themen, mit denen ich mich lange Jahre befasst habe, als zusammenhängend herausgestellt, also beispielsweise Remote Viewing, also diese medialen Fähigkeiten stehen sehr im Fokus auch von der CIA bei ihren Forschungen, aber auch im Fokus dieser Kulte,
die interessiert sind, Opfer ja quasi darin auszubilden, diese Fähigkeiten zu entwickeln, auch durch Techniken wie Folter und ähnliches. Und ja, und das führte letztendlich dazu, dass ich auch dann das Buch Dunkle Neue Weltordnung geschrieben habe, wo ich in Teil 1 mich darauf beschränkt habe, sozusagen auf diese weltliche Perspektive und weltliche Ebene. Das heißt, Aussagen von Therapeuten, von Überlebenden, offizielle Studien, zum Teil auch Mainstream-Artikel oder Dokumentationen. Gibt es einige sehr gute wie Höllenleben, die sich damit befassen. Mhm. Und eben die Zusammenhänge, die dahinter stecken. Hab das Thema sozusagen auf zwei Teile gesplittet, weil im zweiten Teil es dann um Themen geht, die noch mal gewöhnungsbedürftiger sind, wenn man sich nämlich die Frage stellt, was steckt hinter diesen Strukturen und man dann zum Ergebnis kommt, da gibt es durchaus noch andere Mächte, die da eine Rolle spielen, wo aber gerade Therapeuten großen Bogen drum machen, weil sie sagen, ja, wenn man sich mit Dingen wie beispielsweise dämonischer Besessenheit befasst, die allerdings auch immer wieder von den Überlebenden berichtet wird, dann kommt man in einen Bereich, wo das Ganze unglaubwürdig wird, wo die Zeugen dann auch, denen ohnehin nicht geglaubt wird, als unglaubwürdig eingestuft werden. Und deswegen war es mir wichtig, da sozusagen eine Trennung dieser Themen erstmal nach außen beizuführen, auch wenn die im Ergebnis all diese Themenkomplexe zusammenhängen. Das ist ja Wahnsinn. Also ich sag mal, MK Ultra, davon hat ja der eine oder andere da draußen sicherlich schon mal gehört. Magst du vielleicht noch mal kurz dazu was sagen? Also ist es eine Art von rituellen Missbrauch oder wie kann man das erklären? Genau, also ich habe jetzt ja in der Tat sehr knapp nur mal die Themen angesprochen und es bräuchte im Prinzip da Stunden, um da wirklich in alles detaillierter einzusteigen, weil es viel komplexer ist, als man sich das vorstellen kann. Und das sieht man an dem Beispiel MK Ultra sehr gut. Das Project MK Ultra war ein Projekt, es gab da noch ein, zwei Vorgängerprojekte, das Anfang der 1950er Jahre von der CIA ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, Methoden zu entwickeln, wie man einen Menschen kontrollieren kann. Ausgelöst wurde es durch Gerüchte, dass andere Mächte, wie zum Beispiel die Chinesen oder Russen, ähnliche Forschung schon betreiben und möglicherweise da auch schon Erfolge erzielt haben. Und man wollte da angeblich dann sozusagen nicht hinterherhängen. Und hat sich auf die Suche begeben, ist es denn möglich, beispielsweise mit Drogen, also LSD spielte da eine große Rolle, das ist auch durch einige wenige CIA-Dokumente, die es zu Project MKUltra gibt, belegt, einen Menschen so zu beeinflussen, dass er quasi ein Werkzeug wird. Ein Ziel war beispielsweise, die eigenen Soldaten oder Agenten unangreifbar zu machen, wenn sie in Gefangenschaft geraten sollten. Also, dass sie dann nicht unter psychischem Druck oder sogar Folter irgendwelche Geheimnisse ausplaudern würden, sondern sozusagen psychologisch so konditioniert sind, dass diese Geheimnisse bewahrt bleiben. Und da gibt es tatsächlich eine Methode, die das erreichen kann. Ein anderes Ziel war beispielsweise auch, unwissende Menschen für Projekte oder für militärische, geheimdienstliche Aufgaben einzusetzen, ohne dass sie eigentlich wissen, was sie da tun, mit demselben Ziel, sozusagen die Tat oder die Hintergründe, wer nämlich die eigentlichen Täter sind, in dem Fall die CIA, zu verschleiern. Also auch da, wenn dann beispielsweise der Täter dann doch in Gefangenschaft geraten sollte, gar nicht sagen kann, warum er so gehandelt hat. Und das Interessante ist, dass sich zwar durchaus aus den CIA-Dokumenten, aber auch Anhörungen vom US-Kongress, die dann in den 70er Jahren mal stattgefunden haben, als einige Dinge bekannt geworden sind, ergab, man hat da in sehr großem Maßstab mit LSD und anderen Drogen experimentiert. Man hat auch mit Elektroschocks experimentiert. Also es gab Dutzende Psychiater, aber auch ganze Universitäten, die dann mit der CIA an dem Projekt zusammengearbeitet haben. Man hat die Geheimhaltung auch insofern versucht hochzuhalten, indem man ganz viele Unterprojekte geschaffen hat zu Project MK Ultra, sodass diejenigen, die an einem Unterprojekt gearbeitet haben, gar keine Ahnung hatten von dem Gesamtziel des Ganzen. Also beispielsweise ein Unterprojekt hat untersucht,
wie man eine Gehirnerschütterung so herbeirufen kann, dass keine Spuren bleiben, um auf die Weise eine Amnesie, also einen Gedächtnisverlust hervorzurufen, um dann diesen Menschen ja entweder einfach in Erinnerung zu nähen oder neue Erinnerungen, neue Suggestionen einzupflanzen. Das ist dokumentiert. Das ist Need-to-Know-Prinzip, ne? Also du weißt nicht Genau. viel, wie du gerade brauchst. Ja, da bin ich immer wieder auf meinen Recherchen drauf gestoßen. Also das ist mega interessant. Das heißt also, man hat hier bewusst die Persönlichkeiten gespalten. Also ähnlich wie man das bei rituellem Missbrauch macht. Ja, genau, wobei man sagen muss, deswegen hatte ich das Thema Persönlichkeitsspaltung jetzt noch nicht erwähnt. Alles, was ich sagte, das ist sozusagen das, was durch CIA-Dokumente und die Anhörung belegt ist. Man weiß aber mittlerweile, dass es viel weiter ging als diese Drogenversuche. Ist auch einem glücklichen Zufall zu verdanken. Und zwar gab es Anfang der 90er Jahre eine Anhörung in den USA durch ein von damals Präsident Clinton angesetztes Komitee, das Advisory Committee on Human Radiation Experiments. Das heißt, das sollte untersuchen Vorwürfe, dass an Menschen Versuche mit radioaktiver Strahlung durchgeführt worden sind, militärseitig. Das Erstaunliche war, und damit hatte wohl anfangs niemand gerechnet, dass im Zuge dieser Anhörungen Aussagen und auch eine Therapeutin, die diese Opfer betreuten, gemacht worden sind. Die Aussagen sind in das offizielle Protokoll eingeflossen, wo sich zeigte, bestimmte Menschen, bei denen wurde nicht nur mit radioaktiver Strahlung experimentiert, sondern dort wurde eben auch diese von dir angesprochene Persönlichkeitsspaltung praktiziert. Und das ist ganz wichtig zu verstehen für alles andere, was jetzt kommt, was dahinter steckt, und wie psychologisch ja fortschrittlich eigentlich dieser Ansatz und wie komplex das ganze Verfahren ist. Und zwar gibt es in der Psychologie ein Phänomen, das nennt sich Dissoziation. Das ist quasi ein Schutzmechanismus, wo sich Teile der Wahrnehmung des Bewusstseins abkoppeln, um uns zu schützen. Einfaches Beispiel: Jemand erlebt einen Unfall und kann sich in der Folge nicht an den Unfall erinnern, das nennt sich dissoziative Amnesie, damit er quasi nicht belastet ist von diesen Eindrücken dieses Unfalls oder eines anderen Traumas. Die extremste Form von dieser Dissoziation ist, wenn man, und das geht nur bei Kindern bis zu einem bestimmten Alter, dieses Kind in eine todesnahe Situation bringt. Durch eine Kombination aus Missbrauch, Folter, Drogen kommen da zum Einsatz, wo letztendlich dieses Kind für sich erkennt, auf einer unbewussten Ebene, es ist ausweglos, es kann das nicht überleben und zu einem ultimativen Schutzmechanismus greift, nämlich seine Persönlichkeit spaltet sich in dem Moment auf. Das heißt, es entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil und dieser neue Anteil übernimmt dann all den Schmerz, all den Terror, all die Angst, damit quasi die Kernpersönlichkeit dieses Trauma unbeschadet überleben kann, weil die kriegt von dem Ganzen dann nichts mehr mit. Der neue Persönlichkeitsanteil ist sozusagen das freiwillige Opfer dann in dieser Situation. Und das wussten die Täter, in dem Fall die CIA, dass sowas möglich ist, und haben das weiter erforscht und haben dann in der Folge es geschafft, ganz gezielt immer wieder solche neuen Persönlichkeitsanteile bei ein und derselben Person hervorzurufen, diese zu konditionieren mit klassischer Konditionierung in der Psychologie bekannt, dass man einen neutralen Reiz koppeln kann mit einem künstlichen Reiz, so dass am Ende dann durch einen sogenannten Trigger, also einen bestimmten Auslösereiz, das kann eine Tonfolge sein, es kann eine Handbewegung sein, es kann ein bestimmter Geruch sein, ein Bild sein, eine bestimmte Reaktion ausgelöst wird. Die kann zum Beispiel bedeuten, dass ein bestimmter vorher geschaffener und programmierter Persönlichkeitsanteil dann, man sagt, nach vorne kommt und sozusagen diesen Menschen übernimmt. Beispielsweise ein Anteil, der trainiert wurde für ja, sexuelle Dienstleistungen. Also ein Kind, was dann zur Verfügung steht für sexuellen Missbrauch oder Kinderpornografie oder einen anderen Anteil, der zur Verfügung steht für geheimdienstliche Zwecke und ähnliches. Und das Interessante ist, weil du eben auch rituelle Gewalt angesprochen hast, natürlich konkret im Fall von CIA sprechen wir erstmal nicht von ritueller Gewalt, sondern da ging es einfach darum, Persönlichkeiten zu spalten für diese Zwecke.
Aber wie kam man da drauf? Und da hat sich gezeigt, dass letztendlich diese Technik der Persönlichkeitsspaltung und der Konditionierung dieser Anteile schon viel älter ist, dass die nämlich praktiziert wurde in diesen satanischen Familien, die ich erwähnt hatte, und dort schon Interessant, ja. immer wieder angewandt und sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Das ist ja tatsächlich erstaunlich. Also ich sag mal, dass der CIA erforscht ein Phänomen, was eigentlich ja schon noch älter ist. Das heißt also, die Familien, die das praktizierten, die praktizierten das deswegen, um gewisse ja, Strukturen zu erhalten oder zu schaffen. Ich habe zum Beispiel davon gelesen, das passt jetzt hier ganz gut rein, dass man also die Kinder von solchen Familien absichtlich bricht, damit sie in der Lage sind, ganz emotionslos über diese Dinge, über diese Strukturen, über die Machtverhältnisse, die sie nachher bekommen, ja, emotionslos eben quasi nur für das Haus, nur für die Familie quasi agieren können. Ist das so auch deine Erfahrung, die du gesammelt hast? Ja, also das ist auch gar nicht nur meine Erfahrung, das ist tatsächlich in der Fachliteratur zum Thema rituelle Gewalt, und ich habe da sowohl die deutsche als auch amerikanische Literatur ausgewertet. Da gibt es, ja, wenn man allein den Begriff bei Amazon eingibt, stößt man dann auf die Werke von Michaela Huber oder Dr. Alison Miller. Dort ist das im Detail belegt, dass das tatsächlich so ist, dass nämlich die Kinder aus diesen Familien die dazu bestimmt sind, als Täter dieser Agenda weiterzutreiben, von Geburt an konditioniert werden. Da findet von Geburt an vor allem sexueller Missbrauch statt, mit dem Ziel, das Kind darin zu trainieren, zu dissoziieren, also in diesem Moment des Missbrauchs abzuschalten oder sozusagen in der extremsten Form dann in einen neuen Persönlichkeitsanteil zu wechseln, der dann konditioniert wird. Und da wird mit diversen Techniken gearbeitet, also beispielsweise auch dadurch, dass das Urvertrauen, das ein Baby hat, zu seinen Eltern gebrochen wird, indem nämlich genau dieser Elternteil oder nahe Bezugsperson, die man nennt das Love Bombing, die zuerst mal das Kind mit Liebe überschütten, dann abrupt dieses Vertrauen brechen, indem extremster Missbrauch und Folter von genau dieser Person angewendet wird. Und dieses Konzept wird mehrfach wiederholt, bis irgendwann dieses Kleinkind auf einer tiefen, unbewussten Ebene gelernt hat, es kann niemandem mehr vertrauen. Ja, da ist nur noch der Kult, die Familie da. Und da werden beispielsweise auch ja, Fallen gestellt. Man lässt dem Kind die Möglichkeit zu entkommen, rennt dann zu einem Polizist, der da zufällig gerade in der Nähe ist, und da stellt sich raus, das ist ein verkleideter Mittäter, der nämlich das Kind dann ebenfalls missbraucht und foltert. Und die Lektion für das Kind ist dann, selbst wenn du zur Polizei gehst, blüht dir erst recht das, und wir kontrollieren hier alles. Und das geht so weit, du sagtest eben, es geht darum, diesen Menschen zu einem emotionslosen Werkzeug auszubilden, dass man das in der Tat mit hochperfiden und auch hochkomplexen Methoden ganz gezielt anstrebt. Beispielsweise müssen Kinder schon sehr früh lernen, nicht nur diesen Missbrauch und Folter über sich ergehen zu lassen oder auch zuzusehen, wie andere Kinder missbraucht, gefoltert und auch getötet werden, sondern selber als Täter zu agieren. Das geht dann vielleicht los, indem das Kind sein Haustier töten muss, was aber auch in der Fachliteratur immer wieder von Überlebenden berichtet wird, ist, dass beispielsweise eine emotionale Bindung dieses Kindes zu einem anderen Kind aufgebaut wird. Und dieses andere Kind, da gibt es sogar einen grausamen Begriff für, das sind die Wegwerfkinder. Das sind nämlich Kinder, die entweder nicht aus den Familien stammen und nur für diese Zwecke besorgt werden. Es gibt da beispielsweise Brüterinnen, sogenannte Brüterinnen im Englischen Breeders. Das sind Personen in diesen Kultstrukturen, die nur dafür da sind, für Nachwuchs zu sorgen, um diese Kinder zu erzeugen, die dann später sterben müssen. Unglaublich, Das, ja. genau, da wird also sozusagen diese Bindung aufgebaut, und dann wird dieses Kind, das später eine Funktion übernehmen soll, dazu gezwungen, seinen besten Freund, beste Freundin zu töten. Ja, und natürlich weigert sich dieses Kind zunächst, aber da werden dann Druckmittel angesetzt,
die am Ende dazu führen, dass diese Tat dann doch ausgeführt wird, zumindest in den allermeisten Fällen, in dem beispielsweise gesagt wird, wenn du dieses Kind jetzt nicht tötest, dann wird es noch viel, viel grausamer sterben und du bist dann schuld. Ja, und dass die Täter so weit gehen, das hat das Kind vorher schon gelernt, weil es oft genug zusehen musste, wie solche Taten dann tatsächlich vollzogen worden sind. Und das sind Muster, auf die man da immer wieder stößt. Also das ist schon interessant, dass es also diese Strukturen tatsächlich gibt und dass sie viel älter sind. Ich meine, das Buch, was du geschrieben hast, Dunkle Neue Weltordnung, das ist ja im Grunde genommen auch das Aufzeigen dieser Strukturen, die genau. im Hintergrund wirken. Was ist denn das, was du so schon herausgeforscht hast? Wer sind denn diese Strukturen, die im Hintergrund agieren? Oder manche reden ja auch davon, dass das irgendwelche dunklen Wesen sind, Außerirdische und so. Und das ist, denke ich mal, auch interessant. Ich sag mal, was hast du da schon rausgefunden? Ja, also zunächst mal, und das ist in der Fachliteratur ganz klar belegt, und da sind sich die Experten auch einig, die Opfer, die später bei Therapeuten landen, die wissen in der Regel auch gar nicht, was ihnen passiert ist. Die gehen dann wegen anderer Störungen dahin, weil sie einfach, ich sag mal, mit ihrem Leben nicht klarkommen infolge dieser Erfahrungen, verständlicherweise. Aber all das ist zunächst mal tief verdrängt. Studien beispielsweise dieser UKASK, dieser Unabhängigen Kommission, haben herausgefunden, dass in der Regel erst zum Alter von etwa 30 Jahren erstmals Erinnerungen an rituelle Gewalt auftreten, weil dann offenbar erst ja die Persönlichkeit so gefestigt ist und bereit ist, mit diesen Erinnerungen umzugehen, da überhaupt das annehmen zu können. Und das zeigt sich dann manchmal in der Tat erst im Rahmen dieser Therapien. Wobei man sagen muss, da sind dann auch diverse Schutzmechanismen von den Tätern in diesen Opfern installiert, um so eine Therapie zu verhindern, um zu verhindern, dass Informationen auftauchen. Also es gibt zum Beispiel konditionierte Berichterstatteranteile, die heimlich nach jeder Sitzung dann diesem Kult berichten. Es gibt Rückrufprogramme, es gibt Selbstverletzungsprogramme und all solche Dinge. Das ist alles, wie gesagt, gut belegt. Und was feststeht, was die Therapeuten herausgefunden haben, ist, dass die Überlebenden immer aus bestimmten Familienstrukturen kommen, in denen diese Agenda über mehrere Generationen hinweg schon weitergegeben worden ist. Wie weit das zurückreicht, ist schwer zu sagen, weil natürlich die Therapeuten sich jetzt auch nicht auf die Suche begeben können, da in der Familienhistorie im Kontext oder im Fokus steht ja die therapeutische Arbeit. Aber es zeigt sich zum Beispiel immer wieder, dass eben nicht nur die Eltern darin verwickelt sind, sondern immer auch die Großeltern. Das heißt, beispielsweise der Vater als Täter war gleichzeitig Opfer irgendwann zu einem früheren Zeitpunkt seines Lebens, seines eigenen Vaters oder seiner eigenen Eltern. Und so setzte sich das offenbar dann auch schon über mehrere Generationen weiter fort, so dass man im Ergebnis sagen kann, es gibt hier Familienstrukturen, die wiederum lokal als sogenannte Kulte organisiert sind. Das heißt, der Begriff Kult taucht immer wieder in den Berichten der Überlebenden auf. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, das sind jeweils lokale Kulte, die voneinander nichts wissen, wobei man sich dann schon fragen könnte, warum machen die alle dann scheinbar das etwas sehr Ähnliches oder das Gleiche? Und dass es darüber hinausgeht, dass diese Kulte tatsächlich in Kontakt miteinander stehen müssen und dort auch ein Wissenstransfer stattfindet, zeigt sich daran, dass die Therapeuten bei diesen unterschiedlichen Überlebenden aus verschiedenen Familienstrukturen, aus verschiedenen Kulten auf dieselben Programmierungen gestoßen sind. Und zwar das sogar weltweit. Das heißt, und das geht noch weiter, diese Techniken, die dort angewendet worden sind und die Programme, fand man eben nicht nur bei Kultüberlebenden, sondern auch bei den Überlebenden des MK-Ultra-Programms. Da können sich die Zuschauer gerne mal raussuchen, die sogenannte Greenbaum Speech von Dr. Corydon Hammond. Das ist ein Psychologe, der auf einer Fachtagung Anfang der 90er Jahre sehr, sehr klar und sehr eindeutig schon darüber gesprochen hat, wie diese Verbindung ist zwischen MK-Ultra und ritueller Gewalt.
Beispielsweise hat sich gezeigt, dass die Personen, mit denen die CIA dort experimentierte, sehr häufig aus diesen Kultfamilien stammten. Und es hat sich auch gezeigt, dass die MK-Ultra-Opfer, also die Kinder, die dort für diese Zwecke dann konditioniert und gefoltert worden sind, erstaunlicherweise Verwandte hatten mit einer hochrangigen Position beim Militär, beim Geheimdienst oder der NASA. Und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein? Das macht ja erstmal keinen Sinn. Also selbst wenn die, wenn das Militär so ein Projekt macht, würde doch ein hochrangiger Militär, der da für so ein Projekt verantwortlich ist, nicht seinen Neffen oder seinen eigenen Sohn in dieses Projekt einspannen und dort missbrauchen und foltern lassen. Erklärt sich dann aber damit, dass hier offenbar dieselben Familienstrukturen das Militär und die CIA unterwandert haben und eben diese Personen interessiert sind, dass gerade ihre eigenen Kinder als Täter diese Agenda vorwärts treiben. Und das ist sozusagen erstmal diese weltliche Ebene, so dass man sagen kann, diese Kulte sind untereinander weltweit vernetzt, stehen in einem Transfer und offenbar gibt es sozusagen aber auch eine übergeordnete Organisation, die von Überlebenden immer wieder mit Illuminati bezeichnet wird. Und jetzt könnte man natürlich meinen, okay, das ist so ein moderner Mythos aus dem Internetzeitalter, so eine moderne Verschwörungstheorie. Aber ist es eben nicht. Und das zeigt sich eigentlich auch schon daran. Und das ist ja fast schon Mainstream und sollte eigentlich noch viel mehr hinterfragt werden, warum bestimmte Symboliken oder Symbole, die mit Illuminati in Verbindung gebracht werden, wie das allsehende Auge, immer wieder beispielsweise in Hollywood auftauchen, in Produktionen. Du siehst es mittlerweile ja auch in Werbung. Oder Politikergesten, die dann so machen oder so, ja. Genau. Also da ist nichts dem Zufall überlassen. Also das heißt, so wie du das gerade geschildert hast, bedeutet das für mich, es gibt im Hintergrund feste Strukturen, die so arbeiten, deren Ziel das ist, ihr eigenen Nachwuchs quasi in bestimmte Positionen zu verhelfen. Das schafft man natürlich, indem man wiederum Schlüsselpositionen erpressen kann mit dieser Sexualität, ja, also Pädophilie. Dann klingt das natürlich logisch, dass die innerhalb von wenigen hundert Jahren wahrscheinlich diese Struktur schaffen konnten, weil sie natürlich den herausgefunden haben, wo der eine oder andere zu manipulieren ist und wie man ihn erpressen kann. Ja, absolut. Und das ist ein Konzept, gerade diese sexuelle Erpressung ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug der Täter. Man stößt zum einen immer wieder bei den Kulten darauf, dass hier sexueller Missbrauch betrieben wird, dass diese Kinder angeboten werden anderen Personen, dass aber auch Filmproduktionen stattfinden. Immer wieder wird von Snuff-Filmen gesprochen. Das sind Filme, wo Kinder bis zum Tod missbraucht und gefoltert werden, mit denen einerseits Geld verdient wird, andererseits aber auch sozusagen die Klientel damit erpressbar gemacht wird. Und man stößt aber eben auch bei der CIA darauf, dass dieses Werkzeug eingesetzt wird. Das ist in einem Fall, dem sogenannten Franklin-Skandal, da hat ein Anwalt und Senator John DeCamp ein sehr gutes Buch geschrieben, recht gut belegt, dass diese Kinder, die dann in Privatjets nach Washington geflogen worden sind, dort eben Politikern angeboten worden sind. Es gibt sogar einen Artikel aus der Washington Post ist es, wo davon geredet wird, dass homosexuelle Prostituierte, im Ergebnis sind das aber diese abgerichteten Jugendlichen, auch häufig dann Jungen, ins Weiße Haus gebracht worden sind. Also das war da wirklich ein Leitartikel, wo auch die Beteiligten dann genannt werden, die dahinter stecken und aufgezeigt wurde, was da getrieben wurde. Beispielsweise wurden Partys veranstaltet, kann man wirklich in diesem Mainstream, da gab es eine ganze Artikelreihe nachlesen, Partys veranstaltet, wo diese Jugendlichen waren, wo dann der Gastgeber
hinter Spiegeln versteckte Kameras und Wanzen und so weiter installiert hatte, um natürlich auf diese Weise Erpressungsmaterial zu sammeln. Ja, klar. Und vermutlich bei Epstein wird das auch ein ganz großer Aspekt des Ganzen sein. Und über diese Weise schafft man sich natürlich sehr viel Einfluss. Es reicht aus, einmal einen Politiker, der vielleicht auch gar nicht sowas sonst machen würde, aber vielleicht dann noch mit Hilfe von Drogen. Und damit hatte die CIA, und das ist nachgewiesen in den Dokumenten, ja auch experimentiert, wie man LSD einsetzen kann, um Personen zu Verhaltensweisen zu bringen. Der einmal gefilmt wurde, wie er da einen Minderjährigen oder Minderjährigen auf dem Schoß hatte, der ist für den Rest seines Lebens dann natürlich unter Kontrolle dieser Kreise. Und das ist recht gut belegt, dass das eine weit verbreitete Praxis ist. Das erklärt ja natürlich auch die Verhaltensweisen mancher westlichen Politiker, ja, also die du hier so siehst. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich denke mal, da wird ja der eine oder andere selbst drauf kommen. Ich sag mal, man nutzt ja auch Kinder, um gewisse Emotionen zu rühren, ja, um, wenn ich da jetzt so an Fridays for Future denke, ja, und so, das ist natürlich auch ganz klar, und da belegen meine Recherchen tatsächlich, also dass auch hier Satanistik und diese okkulten Familien im Hintergrund auch jetzt für das Ergebnis zuständig waren. Ja? Ja. Also ich sag mal, ein normales Kind, wer würde vor der UNO sprechen? Ja? Also das ist auch wieder so eine Sache. Das heißt, die ganzen Strukturen weltlicher Natur, die wir hier haben, sind im Grunde genommen ja, durch die Lenker ja, quasi initiiert, und sie haben die Möglichkeiten und können sich ihre Welt so formen, wie sie das gerne möchten. Ja. Ja, also es ist natürlich immer schwer vorstellbar, dass es Kreise gibt, die so viel Einfluss haben. Aber es gibt leider genug Beispiele, wenn es auch schön wäre, es gäbe noch mehr, die das zumindest andeuten. Also wenn wir hier nur den Dutroux-Fall in Belgien sehen, der angebliche psychopathische Einzeltäter. Und dann, und das ist ja sogar durch eine ZDF-Doku belegt, man dann sieht, dass da über 2 Dutzend Zeugen im Rahmen des Verfahrens ums Leben kamen, und ein kann Staatsanwalt, passieren. Ja, genau, kann passieren. Das zeigt ja schon, dass da wirklich eine riesige Logistik und ein sehr großer Einfluss und Macht dahinter stecken muss, um sowas zu bewerkstelligen. Und der von mir eben erwähnte Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska, der sieht sehr, sehr ähnlich aus. Auch da sind Ermittler ums Leben gekommen, Zeugen ums Leben gekommen, sämtliche jugendlichen Hauptzeugen wurden durch massive Bedrohung von ihren Aussagen abgebracht. Die einzige Zeugin, die sich da sozusagen nicht unter Druck hat setzen lassen, die ist dann am Ende wegen angeblichem Meineids für eine sehr, sehr lange Zeit im Gefängnis, sogar in Einzelhaft gelandet, um einfach da ja dieses Verfahren zu unterdrücken. Einer der Haupttäter wurde zwar später dann von einem Zivilgericht verurteilt, aber das brachte sozusagen den Opfern wenig. Da wurde auch nie Geld, ich glaube 2 Millionen Euro waren es, die wurden nie, Dollar waren es, nie beigetrieben. Und so schafften es diese Strukturen bei diesen großen Skandalen, wo man wirklich haufenweise Zeugen hatte, dennoch ja, da rauszukommen, was eben belegt, wie weit der Einflusskreis dieser Täter reicht. Und im Vorgespräch hatte ich es kurz erwähnt, mir hatte ein Zeuge persönlich vor einigen Jahren mal berichtet, dass er da Betroffenen helfen wollte. Er war da sozusagen auch unwissend in diese Dinge reingeraten und wollte dann, weil er ein gutes Herz hat, sage ich mal, da einfach helfen. Und hatte auch immer ein Opfer überreden wollen, zur Polizei zu gehen. Die wollte das nie. Dann irgendwann hat sich überreden lassen. Und dann waren sie da bei der Polizei oder später beim Staatsanwalt. Und dann weiß ich noch heute, wie er mir berichtet, dann stand der Staatsanwalt von seinem Tisch auf und ging auf ihn zu. Und er erwartete, er gratuliert ihm jetzt zu seiner Zivilcourage. Und stattdessen schrie ihn dann, so sein Bericht, dieser Staatsanwalt an, wenn er sich noch einmal in diese Dinge einmischen würde, dann sei er ein toter Mann. Ja. Und so sind
offenbar bestimmte Kreise unterwandert. Und das ergibt sich aber auch aus der Fachliteratur, wo eben gesagt wird, diese Täter kommen zum Teil aus sehr einflussreichen Kreisen. Also da ist jetzt nicht jeder Bankvorstand, aber auch die gibt es. Aber da sind dann auch Therapeuten drunter, da sind Richter, Staatsanwälte, Polizisten und so weiter, ja. Also ich sag mal, die Kreise, die das betrifft, sind ja also sehr vielschichtig. Man kann das ja sehen, also bis hoch zu Präsidentenfamilien, ja. Also es ist sehr vielschichtig. Nur frage ich mich, es muss ja einen Grund haben. Die eine Erpressungsvariante, also das gefügig machen, ja, das Erpressen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die machen das ja, weil sie einen bestimmten Glauben haben oder Ja. ne, denken, sie bekommen dadurch, dass sie also diese Emotionslosigkeit, erinnert mich so ein bisschen, ich bin ja ein Star Trek-Fan, ja, an diesen Mr. Spock. Die wurden ja auch so trainiert, sozusagen emotionslos, nur logisch zu denken, ohne Gefühle. Und das ist das, was man in diesen okkulten Kreisen quasi voranzüchtet, in diesen Führungsebenen und ja, also in diesen Strukturen. Das Ja. heißt, man sagt uns das natürlich auch mit Filmen, ja, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Wie weit bist du da mit deinen Forschungen? Was Ja. kannst du uns sagen, so die tatsächlichen Strukturen, die müssen ja an irgendwas glauben? Ja, also in der Tat, diese Familienstrukturen, die diese satanische Agenda verfolgen, da ist die satanische Agenda nicht nur ein Cover für, sagen wir, organisierte Kriminalität, sondern sie glauben tatsächlich an solche Kräfte wie Satan, Luzifer und Dämonen, was sich alleine schon dadurch zeigt, dass dort Dinge praktiziert werden, die man nur mit so einer Überzeugung praktizieren kann. Und auch die sind in der Fachliteratur gut belegt. Also beispielsweise wird immer wieder davon berichtet, dass eben nicht nur Missbrauch und Folter stattfinden, sondern dass auch Kleinkinder, Babys und Föten getötet werden. Sehr häufig wird die eigene Mutter dazu gezwungen, da dann mit einem Ritualdolch das zu machen. Aber auch genauso immer wieder von Kannibalismus berichtet wird, wo natürlich anfangs auch die Kinder dann zu gezwungen werden, da teilzunehmen. Da gibt es beispielsweise jetzt eine Überlebende, Chantal Frey, die sehr tief in diesen Strukturen, sehr, sehr, ja, sehr tief vorgedrungen ist oder vordringen musste, muss man sagen. Es gibt ja da keine Wahl für diejenigen, die aber als eine von wenigen aus dem deutschsprachigen Raum, sie kommt aus der Schweiz, hat ja kürzlich ein Buch, Ich rede, veröffentlicht, von Illuminati berichten kann, von denen man sonst mehr von amerikanischen Überlebenden hört. Aber es gibt auch einige wenige aus dem deutschen Raum, die solche Erfahrungen haben. Und sie kann da eben berichten, weil sie als eine sogenannte Mother of Darkness auserkoren wurde und quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben diese sogenannte Ausbildung zur Mother of Darkness stattfand. Wobei sie, auch das ist ein typisches Muster, dafür sozusagen oder nicht zufällig da reingelangte, sondern sich bewähren musste. Es gab da eine Kinderjagd in der Nähe von einem, in der Nähe von einem belgischen Schloss, Ist dem Schloss bekannt. Amerois, genau. Und sie hat es eben geschafft, diese Jagd zu überleben. Das war sozusagen die Vorprüfung des Ganzen. Und solche Auswahlverfahren, die finden immer wieder statt, weil man eben die Kinder auswählen möchte, die besonders belastbar sind, die sehr gut dissoziieren können, die sehr willensstark sind, von denen man hofft, dass sie eben später dann auch zu guten Tätern abgerichtet werden können und dann erfolgreich quasi diese Tradition, wenn man so will, weiterführen können. So dass man sagen kann, ja, die Täter glauben an solche Mächte. Und es gibt eben auch, wenn auch vereinzelt, Berichte von Überlebenden, die sagen, wir haben da tatsächlich Dinge beobachtet oder erlebt bei solchen Ritualen,
die man mit unseren weltlichen, irdischen Maßstäben nicht erklären kann. Also beispielsweise Sandra Rasch, eine Überlebende, die auch ein Buch geschrieben hat, die inzwischen auch therapeutisch arbeitet, um auch Betroffenen zu helfen, berichtete mir, dass sie nannte das als Kanal für das Böse missbraucht wurde. Das heißt, diese Folter dient auch dazu, beispielsweise ein Kind, so glauben es die Täter und so passiert es offenbar tatsächlich, zu öffnen für nicht irdische Einflüsse, Wesenheiten, Mächte, die dann diese Person übernehmen. Und man glaubt eben auch, dass man mit dem ganzen, mit diesem Terror, mit der Angst, mit dem Schmerz, den man produziert, diesen Mächten quasi Energie zuführt. Und du sprachst von David Icke eben, der berichtet schon seit vielen Jahren davon, dass diese eine Spezies, von der er immer spricht, die Reptiloiden, man kann sie auch als eine Art dämonische Spezies fassen, die sind sehr schwer greifbar. Was sind sie jetzt wirklich? Sind sie physisch? Sind sie nicht physisch? Aber es gibt diverse Zeugenberichte, die sich auch decken, auch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Im zweiten Teil meines Bandes habe ich da mich mal auf die Suche begeben. Und da ist man erstaunt, wo überall auch in der menschlichen Geschichte, in verschiedenen Kulturen immer wieder diese Wesen auftauchen. Bis hin zu Keilschrifttafeln aus Mesopotamien, wo sie sogar abgebildet sind. Und er spricht davon, dass es diesen Wesen immer um negative Energien geht. Und das, muss ich sagen, war etwas, wo ich bei meinen Recherchen immer wieder drauf gestoßen bin, dass es diesen Wesen darum geht, sich quasi von einer negativen menschlichen Energie zu ernähren. Und auch das steckt dahinter. Und auch das steckt erstaunlicherweise hinter dem doch sehr verbreiteten Kindesmissbrauch, wo man sich auch fragen muss, warum ist der denn so verbreitet und warum beispielsweise ist er gerade in der Kirche so verbreitet? Wie passt das zusammen? Ja, und da ist dieser energetische Aspekt ein ganz wichtiger. Ja, ganz klar. Also ich sag mal, meine Recherchen haben ergeben über die Jesuiten, also zum Beispiel den Ignaz von Loyola, der also nach einer Meditation berichtet, bevor er also diesen Jesuitenorden gegründet hat. Ja, also es wäre ihm ein Engel erschienen, der also für ihn wunderschön war, aber schuppige Haut und Reptiliengesicht und so weiter. Ja. Interessant. Ja, es ist sehr interessant und das zieht sich natürlich durch. Und belohnt werden diese Art von Kräfte natürlich mit dem weltlichen Reichtum, ne? Ja, und genau. Weltliche Macht eben teil. Genau. Ja? Ja. Also ich sag mal, das, was du erzählst, das klingt mega interessant und ich denke mal, das schreit auf jeden Fall nach ein tiefergründiges Gespräch. Wir können es ja nur erstmal so ein bisschen so anschneiden. Eine Sache würde mich vielleicht noch interessieren. Bei den sogenannten Reptiloiden, von denen man ja auch hört, also David Icke berichtet darüber, du berichtest darüber auch. Das heißt also, es muss da möglicherweise weitaus mehr geben, von dem wir wahrscheinlich noch gar nicht so viel drüber wissen. Ja. Oder wo es absichtlich geheim gehalten wird. Was mir bei Reptiloiden noch auffällt, ist, ich weiß jetzt nicht, im Vatikan hat man ein neues Gebäude gebaut. Ja, und von Weitem sieht also das wirklich so aus, als wäre das ein Schlangenkopf. Ja, also haben wir es hier mit einem Schlangenkult zu tun? Ja, eine kurze Anmerkung, bevor es vergessen geht, weil da schließt sich sozusagen der Kreis, du sprachst eben von Jesuiten. Zwei sehr bedeutende Zeugen, die sehr tiefes Insiderwissen haben, nämlich Cathy O'Brien und Swali, die eine Ex-Chefprogrammiererin war, der Illuminati, die das Amt von Josef Mengele übernommen hat, der wiederum allerdings auch bei MK-Ultra eine ganz wichtige Rolle spielte. Da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber viele Zeugen nennen ihn als Täter, als Dr. Green. Die berichten davon, dass die Jesuiten bei den Illuminati eine ganz hohe Funktion einnehmen. Also insofern ist das kein Zufall, was du jetzt sagst. Es passt sozusagen zu den Aussagen dieser Insider. Deine Frage war jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Schlangenkult, ja. Genau. Ja, in der Tat ist es so,
Und auch das passt zusammen, dass die sogenannte Audienzhalle des Papstes nicht nur von außen aussieht wie ein schuppiger Schlangenkopf, sondern wenn man von innen sie sieht, tatsächlich auch diese Schlangenaugen, die Fangzähne sehr deutlich erkennbar sind. Ja, wenn man da neben dem Foto mit der Perspektive auf den Platz, wo der Papst dort sitzt, vorne, vergleicht mit dem Kopf einer Schlange, dann jedes Grundschulkind erkennt dann, um welches Tier es sich handelt. Und noch interessanter ist sogar, dass hinter dem Papst eine ganz große Holzskulptur ist, eine riesige, wo eine Figur in der Mitte heraus hervorragt mit ausgebreiteten Armen, wo der Kopf eindeutig ja eine Echsenschlangenartige Form hat. Nur wenn man sehr, sehr nah rangeht, dann sieht man, dass es scheinbar eine schräge Kopfhaltung von angeblich Jesus Christus ist, dem so seitlich quasi die Haare so zur Seite fliegen, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Und durch diese seitlichen Haare wirkt das von weiter weg dann wie so eine langgezogene Schnauze. Die Erklärung des Künstlers, es ist irgendwie, dass der Jesus aus einer atomaren Apokalypse hervorsteigt, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil das in der Bibel überhaupt keinen Bezug hätte. Und insofern, Sinn, ja. Sinn würde das machen, weil Ihr Plan sieht ja vor, ja, über einen sogenannten Dritten Weltkrieg, genau, atomarer Art, ja. Die Simpsons berichteten vom, ich glaube, in einer Serie 99, ja, darüber, dass am 22.05.22 also eine Atombombe explodiert, aus Versehen natürlich. Ja, also es sieht im Grunde genommen das Szenario, was wir momentan weltweit haben, sieht tatsächlich danach aus, als würde man darauf hinarbeiten. Da gibt es ja auch diese wunderbaren Zeichentrickfilme, die darauf hinweisen, ja, diese Pet-Goat, glaube ich, genau. Ja, genau. Mm. Diese ja auch jetzt entschlüsselt sind, ja, und es sieht aus, als wenn das alles gescriptet wäre, ja, also wie ein Drehbuch. Die kennen sich alle da oben in der Führungsriege alle persönlich. Sie treffen Absprachen, sie tun nach außen so, als wären sie sich feindlich gesonnen, ja. In Wirklichkeit geht es hier jetzt gerade darum, um die Destabilisierung der Völker, ja, schaffe ein Problem, biete eine Lösung an, sozusagen, ja, wobei die Lösung das ist, was du von vornherein ja schon angestrebt hast. Aber es ist interessant, weil immer wieder, also selbst auch in alten Schriften liest man über diese Wesenheiten. Und ja, ich sag mal so, wenn es dieses eine Momentum an Faktum gibt, wo man jetzt sagt, das ist so, das gibt es auf der Seite. Dann muss es aber auch auf der anderen Seite gemäß der Dualität natürlich auch gute Kräfte geben, wobei es natürlich auch viele Graustufen dazwischen gibt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass, ich sag mal, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Ja. Und wenn wir nur Schatten haben würden, was wäre das für eine Welt? Ja. Genau, ja, also ich sehe das auch so. Am Ende des zweiten Teils meines Buches gehe ich da auch detaillierter darauf ein, wie ich aber auch aufgrund diverser Quellen das Schöpfungskonzept verstehe, was dahinter steckt. Und da geht es durchaus, meine ich, um Dualität. Dieses allen bekannte Yin- und Yang-Symbol veranschaulicht das sehr deutlich mit Schwarz und Weiß, wo aber gleichzeitig in dem Hellen etwas Dunkles angelegt ist und umgekehrt. Genauso kann man sagen, wir Menschen sind zum großen Teil wahrscheinlich von dunklen Mächten manipuliert und das erklärt viel Grausamkeit. Dennoch können wir nicht alles auf andere schieben, sozusagen. Auch in uns selber ist natürlich ein gewisser, vielleicht grausamer Kern angelegt, den wir entweder kontrollieren können oder nicht, zieht sich ja durch die Menschheitsgeschichte. Und da kann man jetzt nicht sagen, hinter allem stecken dämonische oder reptiloide Kräfte. Aber genauso gibt es natürlich auch die helle, die lichtvolle Seite, das, was dann viele Gott auch nennen. Insofern ist es sicher ein ausgewogenes Bild, wenn es nur das Dunkle gäbe, dann würde unsere Welt wahrscheinlich auch schon lange ganz anders aussehen. Also wenn es da nicht auch ein gewisses Gleichgewicht gibt, wobei natürlich das Dunkle
unter der Oberfläche viel präsenter und viel einflussreicher ist, als wir zu glauben wagen. Wenn auch, glaube ich, in der Bibel schon, wenn ich mich jetzt nicht irre, an einer Stelle gesagt wird, Satan wäre der Fürst über diese Welt. Und Satan wird ja in der Bibel auch immer mit der Schlange oder sogar dem Drachen gleichgesetzt. Mhm. Du hattest vorhin gefragt nach dem Drachenkult oder Schlangenkult. Das gibt es in der Tat unzählige Hinweise. Kann ich jetzt wirklich nur kurz anreißen. In Indien die Nagas, das sind sogar so reptiloide menschliche Mischwesen. Bei den Mayas ist es sehr ausgeprägt, der Schlangenkult. In Äthiopien oder dem früheren Reich, was jetzt Äthiopien, Eritrea ist, ist es ausgeprägt. Ich habe da auch Zeugenberichte, die sagen, gerade diese Reptiloiden sind in der äthiopischen Kultur bekannt. Sogar ein Jugendfreund, der nie darüber gesprochen hätte mit mir, erst als er mitbekam, über was ich da geschrieben hatte, hat sich mir dann nach Jahrzehnten mal anvertraut und gesagt, ja, in seiner Familie kennt man sowas und Ähnliches. Und das lässt sich, wie gesagt, sogar bis nach Mesopotamien zurückverfolgen. Ja, stimmt. Das ist ja auch das, was meine Recherche betrifft in diesem Bereich. Also bis nach Afrika runter finden sich überall Hinweise. Natürlich auch über andere Dinge, die man da also, auf die man eben stößt. Aber ich denke, einfach für diesen Teil wollten wir jetzt mal nicht so gründlich vorangehen sozusagen, sondern schon so ein bisschen mal anschneiden, weil ich denke, es bietet Stoff für weitere Sendungen sozusagen. Du hast deine Bücher angesprochen, die Dunkle Neue Weltordnung Teil 1 und 2. Wo kann ich die bekommen? Auf deine Webseite? Über Amazon sind die erhältlich als E-Book oder Printbook, alternativ auch beim Kopfverlag. Sehr schön, blende ich gerne ein und verlinke ich auch unterhalb des Videos. Kannst du unseren Zuschauern vielleicht zum Ende des Videos deine Sichtweise vielleicht nochmal aufzeigen? Wie siehst du die Zukunft? Siehst du sie jetzt wirklich, so wie du deine Bücher nennst, Dunkle Neue Weltordnung, oder siehst du schon etwas Positives auf uns zukommen? Ja, Dunkle Neue Weltordnung ist auch weniger eine Bezeichnung für die Zukunft als für den Plan, der eben hinter diesen Täterstrukturen steckt. Wird auch von mehreren Überlebenden so bezeichnet, dass die Täter genau das ansprechen. Zum Teil wird es auch einfach ein satanisches Weltreich genannt, was man da anstrebt. Ob das eintritt oder nicht, hängt letztendlich immer noch von uns Menschen ab. Auch davon, wie weit die Aufklärung reicht, wie viele Menschen wir damit erreichen, wie es uns gelingt, bestimmte Strukturen offen zu legen. Also insofern würde ich sagen, da steht alles noch auf der Kippe, auch wenn man sozusagen diese dunkle Seite nicht unterschätzen darf. Ja, und da können wir gerne in der Folgesendung auch nochmal näher drauf eingehen. Sehr gerne. Also das ist unglaublich spannend, was du da so zu berichten hast. Und ich würde gerne in einem weiteren Teil gern nochmal etwas gründlicher drauf eingehen, weil das den einen oder anderen da draußen sicherlich interessiert. Es ist auch gut zu wissen, welche Strukturen im Hintergrund agieren, wie tiefgründig das Ganze hier strukturiert ist, ist auch wichtig. Und wir befinden uns ja gerade in der Zeit des Erwachens sozusagen, definiert ja jeder anders. Also ich denke, für den ersten Teil haben wir echt schon mega viel Inhalt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Dr. Marcel Polte, für dieses umfangreiche Wissensschatzangebot, was du hier zur Verfügung gestellt hast. Es ist unglaublich, wie tiefgründig dein Wissen da ist. Ja, ich danke dir, Thorsten, für die Gelegenheit, mit dir darüber zu sprechen. Und wir haben ja gesehen, unsere Recherchen ergänzen sich da in vielen Punkten und ergeben doch ein stimmiges Bild. Ja, vielen Dank, ihr da draußen. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier jetzt gesehen habt, dann bitte abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und macht einen Daumen nach oben und natürlich auch unseren Notfallkanal auf Odyssee nicht vergessen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und bis demnächst.